Hallo ihr Lieben, wie ihr in der Überschrift schon lesen könnt, habe ich Artikel von dem InLove Art Shop geschickt bekommen und wollte euch den Shop einfach mal gerne vorstellen. Die haben so wahnsinnig tolle Sachen und ich konnte mich nicht entscheiden. Ich wurde da angeschrieben und man hat mich gefragt, ob ich denn ein paar Sachen haben möchte, um euch die zu zeigen. Alle Artikel, die ich euch jetzt zeige, verlinke ich euch unten in der Infobox. Und natürlich bekommt ihr, das stelle ich auch unten rein, einen Rabattcoupon von 15%. Und das steht auch alles unten drin, was ihr da machen müsst. Und ja, ich zeige euch jetzt mal, was ich mir ausgesucht habe. Ich habe einen riesen Umschlag bekommen. Und in den riesen Umschlag war noch ein kleiner Umschlag drin. Und zwar bieten die auch 30x30 Papier an, beziehungsweise 12x12 Inch Papier. Und ich hatte mir ein etwas anderes ausgesucht, nur leider gab es das nicht mehr, weil es ein winterliches Papier ist. Nun passt natürlich zu meinem Papier nicht mehr ganz das, was ich jetzt mir ausgesucht habe. Ich gucke aber mal, ich möchte jetzt die nächsten Tage aus den Sachen etwas basteln, das möchte ich euch auch zeigen. Und wie gesagt, ich stelle alles unten rein. Ich habe bestellt am 12. Dezember. Am 14. Dezember wurden die Sachen verschickt und sie sind letzte Woche angekommen, also knapp 3 Wochen später. Also es ging echt flott. Und ja, zu einem. Tada! Ich habe ein wunderschönes Paper Pack bekommen mit 24 Papierbögen. Alle Artikel sind unten drin. Ich zeige euch jetzt trotzdem mal. Ich glaube, hier steht auch noch mal die Nummer drauf. Das packe ich euch mit euch jetzt mal aus. Jetzt muss ich mal schauen, ob das ein Block ist oder ob das einzelnes Papier ist. Es ist ein Block. Es ist oben zu und ist ein Frühlingsblock. So, und von der Firma Enno 30,5 x 30,5. Eine Grammatur steht jetzt nicht drauf. 24 mal Papier und 3 mal Die-Cut-Sheets. Also ich bin gespannt. Ah, die sind oben drauf. Dann fangen wir mal von hinten an. Also das Papier ist einseitig bedruckt. Ich würde sagen, also es ist eine festere Grammatur. Vielleicht 180. Ich kann es euch nicht genau sagen, aber es fässt sich sehr gut an. Es sind immer 2 Bögen drin. Es ist nicht ganz weiß, ich würde sagen ganz leicht. Es ist unterschiedlich weiß. Das ist ja auch witzig. Und es hat wunderschöne Motive drin. Das ist jetzt nicht so meins, das ist aber nicht schlimm. Das kann man, denke ich, so als Hintergrund nehmen und kann dann. So dass man die Ränder zum Beispiel nur sieht. Oder man schneidet sich nur eins aus oder stanzt es aus, so als Tag. Das ist sehr schön. Ich möchte daraus ein Album basteln. Und das werde ich euch in den nächsten Tagen, beziehungsweise ich denke, eine Woche werde ich schon brauchen, dann im Fertigen mal zeigen. Vielleicht machen wir einen Schritt zusammen. Ich weiß noch nicht, wie genau, wie ich es mache. Und hier sind wunderschöne Die-Cuts. Die sind schon vorgestanzt. Sie fallen einem schon fast entgegen. Also sie sind wirklich sehr gut zum Raustrennen, wie es aussieht. Und sie sind foliert und beglitzert. Hier dieses mit den Rosen zum Beispiel. Das ist die eine Seite. Das ist die nächste. Happy Day, Always and Forever. Also so ein bisschen Frühling, Freunde, Liebe, thank you so much. Und, ich traue es gar nicht, doch ganz viele Buchstaben. Also ich bin mal gespannt, was sich da Tolles draus machen lässt. Also ein sehr, sehr schöner Block. Und dazu habe ich mir eine Kreisschanze ausgesucht. Mit dieser Nummer. Kann man sich nachher hier so durchtrennen. Man kann das, glaube ich, auch als Ringe machen. Mal schauen. Dann, wie gesagt, es war ein winterlicher Block. Tannenbäumchen kann man natürlich auch für den Frühling nehmen. Die werde ich ausprobieren. Dazu einen passenden Stempel. Vielleicht kann man dann sagen, okay,
Man nimmt hier einen Baum und macht das so ein bisschen in 3D drauf, sodass man den Hirsch nicht so sieht. Aber man könnte natürlich auch sagen, okay, es ist jetzt frühlingshaft oder so. Man könnte das auch so benutzen. Und daraus kann man, ich mache mal das auf, das sind zwei Stück drin. Das ist einmal der Jesus hier. Ich wollte noch ein Stempelkissen dazu nehmen, aber das wäre vom Wert her zu viel geworden, damit man direkt mal diese Stempelkisten von innen ausprobieren kann. Und zwar kann man hier, ich glaube, das ist für einen Planer. Oder man könnte hier, ich habe doch solche Ringe. Also ich wollte auf alle Fälle damit ein Album basteln. Hier kann man sich die Taschen zurecht machen, macht das dann, hoppala. Das Papier biegt man sich dann hier hin und die Ecken dann hoch. Und hier kann man vorne zum Beispiel nochmal was draufstanzen. Und hier ist dasselbe, nur mit einem Wellenrand. Die werde ich auch ausprobieren, werde ich euch natürlich auch zeigen. Und das sind halt Löcher, damit man das in einem Planer oder in einem Album mit Ringe machen könnte. Ich schau mal, wie das so funktioniert. Und wenn nicht, wird das mit Papier zugeklebt. Und dann schaue ich mal, ob ich hier... Ich guck mal. Auf alle Fälle freue ich mich sehr darüber. So, das sind die 5 Artikel, die ich mir aussuchen durfte. Alle Infos dazu findet ihr unten in der Infobox. Und wenn ihr euch mal umschauen möchtet und gerne eine Kleinigkeit bestellen möchtet, ich glaube, der Versand ist kostenlos. Momentan gibt es Prozente. Schaut gern vorbei und der Rabattcode findet ihr natürlich auch unten in der Infobox. Und ja, also viel Spaß und ich zeige halt euch auf den Laufenden, was ich aus diesen tollen Sachen in der nächsten Zeit bastle. Ihr Lieben, danke fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.